Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Greedfall. Wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, seht ihr, was jetzt kommt. Die erste Herausforderung haben wir bestanden, jetzt ist natürlich die zweite dran. As soon as you're ready, you saw them win the first challenge with audacity. Hopp. So, die Wölfe sind ja jetzt nicht so derbe hier. Hopp, nochmal Wölfe. Oh, die haben ja nicht mal Verteidigung hier. Na nu. Der ist tot. Okay, ist nur noch der hier. Kriege ich auch den Loot davon? Die leuchten. Au. Dieses Vieh. Na mal, Schluss. So, mein Guter. Ach so, den haben wir schon. Excellent. And the public really appreciated it. Now that was a challenge well won. Dritte Herausforderung. Ja, wir versuchen es einfach. Ich glaube nicht, dass wir noch viel mehr schaffen. Na, Alter, sind die ätzend. Ja, mach du das doch. Alter, ich bin an dem Gift gestorben. Okay. Drei lassen wir mal noch aus. Machen wir dann später. Okay, wir gehen wieder. So, dann haben wir das jetzt. Jetzt würde ich gerne, natürlich müssen wir jetzt, haben wir noch die beiden Hauptquests, in die anderen beiden Städte reisen. Und wir haben jetzt noch die Quest von Vasco. Vasco sagt allerdings immer, hey, wir sind beschäftigt und lässt uns nicht anfangen, die Quest. Müssen wir dafür erst in die andere Stadt. Das heißt, wir reisen jetzt in eine andere Richtung, in die wir bisher noch nicht gereist sind, glaube ich. Nein, das war falsch. Zurück bitte. Da. Was soll denn das hier? Warum steht ihr vor der Garde und versucht uns zu überfallen? Wie dumm kann man sein? Silberner Siegelring. Priesterstiefel. Will er mir sagen, dass er ein Priester war? Gut, in die Seite sind wir gereist. Hier ist Teleme oder nach Verdais. Ich würde erstmal nach Teleme gehen. Erstmal gucken, ob die irgendwas Neues vom Malicor haben, wissen. Was ist für ein Ach so, hier wieder so ein Hühnchen. Hier ist der Steinbruch. Im Steinbruch wollte sich da auch nachts wer treffen, ne?
ich noch gesagt habe, ich weiß nicht, wo der ist. Ich sehe auf jeden Fall ein Erz. Das muss ich mir holen. Halt. Da, seht ihr, das Eisen war jetzt zum Beispiel total schlecht zu sehen. Oh, Eisen. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwann nachspawnen. Ist auch noch was? Fakt ist, wir brauchen das Zeug. Zum Aufwerten unserer ganzen Rüstung nachher wieder. Hier. Ich würde sagen, ich möchte gerne auch wieder rauskommen. Da geht's hoch. Muss ich mir erstmal einen Weg suchen, wie ich hier wieder hoch. Ist das der richtige Weg? Hätte ich hier hochgemusst? Ja, musste ich, weil hier eine Truhe war. Die habe ich natürlich gesehen. Die habe ich gesehen, deswegen musste ich da hoch. Ansonsten ist unser Weg dort vorne. So, wieder raus aus dem Loch hier. So, da vorne ist der fahrende Händler. Halt, was war das? Ah, der Busch. Mach jetzt mal ein bisschen Licht. Treten wir uns hier beide. Schon wieder hier irgendwelche Banditen, ne? Okay. 3 Gold. 7 Gold. Oh. Ey, das ist gar nicht so schlecht hier. Das ist eventuell sogar besser als das, was wir haben. Aber dadurch, dass uns das aufgewertet ist, ist es noch stärker. Okay, wer seid denn ihr hier? Ob ich jetzt, guck mir gerade in den Sinn, ob die Silberbande eventuell was mit den... Diese mit den Silbercoins? Ich meine, die haben ja schon mal den Anast überfallen. Diese komischen Silbertaler mit den Phantomen zu tun? Hm, das könnte natürlich gut möglich sein. So. Nee, ich will nicht nach Pferdrad. Ah, okay, das ist der Weg nach Pferdrad. Nach Telemir wollten wir, ne? Hab ich gesagt. Hallo Füchschen. Also gucken gerade in solchen Ecken. Was ist das hier? Ein Baumstumpf mit komischerweise sehr, sehr weichen Kanten. Bestimmt Weichholz. So. Eschaganaf. Also diese Namen sind echt hart. Ja, ich möchte mit ihm sprechen. Desardei. I've always hoped to one day find out my biological family name. Ja. But I cannot go to the harbor office in person to see my file. Could you go there and bring the file to me? Of course. But you'll have to come with me to the port and tell me a little more. Right. Also, I don't want any Nauts to be hurt in the process. Despite my desire to know my origins, the Nauts are still my family. Don't worry. We'll be discreet.
Okay, dann können wir das jetzt doch machen. So. Dann kommt er jetzt bei uns mit. Spiele das Hafenamt aus. Genau, das habe ich mir gedacht. Das ist natürlich draußen. Nicht draußen, sondern in New Serene. So, dann nochmal zurück. Gucken wir uns die Gewässer das nächste Mal an. Wirklich. Also dieses Unterbrechungsding hier, irgendwie nervt das so ein bisschen. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich schleichen. Here we are. We have a good view from here. The harbor office is well guarded, both outside and inside. Getting through the main entrance is impossible. There must be a blind spot. There's always one. You could dress as a knot and go through the back door, but someone may recognize you inside. I'll need to be much more discreet. A potion could help me. That is an option, yes, but since I'd rather avoid hurting any knots, I made some inquiries. The harbor office has an arrangement with Dieter from the brothel. Girls come every night with wine. I see. You want us to spike the wine so that they sleep during our search. It's a proven technique, and I can assure you they do not sniff the wine before drinking it. Right. Let's get a sleeping potion. Then we'll go see Dieter. Okay, erhalte Schlaftabletten, Schlaftrank 1 von 4. Und dann müssen wir zu Dieter. Kann ich... Erhalte Schlaftabletten? Dann müssen wir einen Schlaftrank machen. Dann gehen wir mal zum Händler. Aber ich kann sowas noch gar nicht, oder? Ja, ja. Kaufen. Schlaftrank. 3 brauche ich, ne? Thank you for your visit. See you soon. Überzeuge Dieter, den Eigentümer des Bordells, dir zu helfen. Okay. Das Bordell, ist das also, sprich der Schenke des Pokerladens oder was auch immer die für Karten spielen. Und des Bordells, Alter. Jo, Dieter. Das ist gar nicht Dieter, der da an der Bar steht, okay. Sag mir nicht, Dieter ist die fliegende Frau. Die fliegende Frau ist weg. Fliegende Frau, was machst du? Bist du Dieter? Jo, bist du Dieter? Dieter ist unter uns. Ah, da komme ich wieder nicht durch, ohne Geld zu bezahlen. Lauf mal wieder einmal außen rum. Bin dafür zu geizig. Mit Skillpunkten bin ich auch zu geizig, um mir das Tränkebrauen selber zu lernen, aber... Dieter, wo bist du? Da ist Dieter. Dieter sieht aus wie ein Soldat. Yes, why? You looking to have a good time? Über die Getränkelieferung an den Nauten sprechen. Like you're sending girls and wine to the harbor office every night. So, there's no law against that, is there? No, and I'm not here to stop you. Listen, Dieter, we just wanted to add a secret ingredient to your wine tonight. What? Are you joking? Are you trying to slip a laxative in it? We were thinking more of sleeping pills. Nothing bad, you see. Listen, I have nothing against a little prank, but I can't risk losing my best customers. Okay, da verstehe ich ihn natürlich. Das ist ja, lassen wir Kurt wieder eingreifen. Ich glaube, dann sinkt wieder unser Ruf irgendwie, weil Kurt ist immer so ein bisschen nicht ganz so sauber. Wir versuchen ihn erstmal zu überreden. Captain Vasco is very influential among the Nords. Maybe he could help expand your excellent clientele even further. If you accept, I could arrange for your agreement to come to fruition. In San Mateus, for example.
San Mateus? I would have to recruit. But yeah, that would be interesting. So na, then we agree. Sauber. Yes, that's fine. Tonight your friends will receive their delivery seasoned. Now give me the sleeping potion. Okay. Next, Adita, you should be able to slip into the harbor master's office after dark. But you should still dress as one of us, just to make sure you avoid confrontation. Good idea. I'll see to it. Das können wir ja ganz schnell machen. Wenn ich nicht immer das Zeichen der Noten vergessen würde, da. Was? Kehre zum Hafen zurück, wenn du bereit bist. Guck mal, ich komme von hier raus und das stört dich normalerweise. Müsste es dich stören, weil ich nicht bezahlt habe beim Reingehen. Es ist doch jetzt noch nicht dunkel. Hafenviertel. Hier sitzen wir einmal und speichern natürlich, weil wir unseren Ruf bei den Nauten nicht versauen wollen. So geht es mir zumindest. Dieter's girls will arrive later tonight. In your usual clothes, you'll not go unnoticed at the port. But it's up to you. I think we should wait a little longer. Keep falsche Rüstung. This gives us time to find you a more discreet outfit. Okay, warte mal. Wenn ich aufs Inventar gehe, kann ich doch auf Kurt gucken? Kann ich... Vielleicht sollte ich Kurt auch mal so ein bisschen ausstatten, ne? So ein paar Sachen. Weil hier ist ja immer nicht stark genug, um sowas zu tragen, ne? Okay. So, okay, das wollte ich jetzt aber eigentlich nicht. So, was haben die denn? So ein blaues Zeichen. Okay, Inventar. Okay, wir haben sowas nicht. Das heißt, wir haben irgendwo ein Haus. Dann gehen wir mal zu uns nach Hause. Weil ich möchte meinen, ich habe doch in meine Truhe... habe ich doch so ein bisschen was reingelegt. Oh, das müsste hier rein sein, wenn ich mich richtig erinnere. Jawohl. Dann ab, Geiderpeter. Oh, ich habe den Hammer hier sogar drin. Nein, ich wollte den nehmen. So, Rüstung. Das hier gehört dazu. Desade, du brauchst den Kaban. So, jetzt, genau, ich wollte jetzt gerade noch mal gucken. Den kann er tragen. Na denn, Kurt, hau mal rein mit dieser dicken, fetten Keule. Du trägst zu viel Gewicht, um zu sprinten. Hier vorne, wir müssen mal zum Laden. Das auch noch. Und hier ist Loot. Erfolg freigeschaltet. Volle Taschen. Come closer, good people. Liqueur and wine from the continent. Tier for deal. Verkauf gar nichts. So.
Hast du was? Ja, ja, verkaufen. Großer Obsidianhammer, Stahlflorett. Immer wieder drücke ich Rechtsklick irgendwie. Verkaufen. Das Ding. Ja. Das Ding. Würde gerne natürlich nochmal bei der anderen gucken. Den Hammer, der kann weg. Die sind echt beide sexy hier. Aber da muss ich noch ein bisschen... Aber hier, Banditenhut kann weg. Altes bedecktes. Oh, vorsichtig. Das ist nämlich unser Guter hier. Oh, der ist auch nicht schlecht. Aber da müssen wir noch ein bisschen, wenn dran schrauben. Die Handschuhe können weg. Sagt unser Gewicht. Na, ein bisschen Palatz haben wir schon wieder. Könnten wir zum Beispiel auch noch den anderen geben. Was haben wir denn an Trödel? 150. Ja, dann haben wir wieder 180 Platz. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz durchgucken. Wen wir auf jeden Fall behalten werden, ist Kurt. Ich weiß nicht, ob... Die Giftresistenz nehmen wir das mal. Kann ich den denn ausgehen? Irgendwie? Ja. Hallo, könntest du dich nicht genau in mein Bild stellen hier, Typ? Was wir wollen, die andere will ich ja auch nochmal durchgucken. Wenn ich jetzt auf B gehe, weil kann ich auch nur mich skillen. Charisma müsste ich eigentlich noch skillen, ne? Wissenschaft Level 1 ist auch gut. Schlossknacken sind wir voll. Oh, ist auch schön. Handwerk auch wichtig. Stärke auch wichtig. So viel ist wichtig. Okay, aber wir sind verkleidet. Wir können jetzt mal speichern. Nochmal. Und dann gucken wir nochmal. Eins muss ich noch ganz kurz gucken, bevor wir hier... Kannst du die fetten Waffen tragen? Jo. Ach, guck mal, der hat so ein Florett. Sieht ja ein Säbel der Schlange. Alter, das Vieh ist übel. Vielleicht sollten wir mal gucken, dass wir den nochmal mitnehmen, weil der ist nicht schwach. Seine Hand, seine Sachen sind nicht schlecht. So, Freunde, dann gehen wir jetzt mal zu den Nauten. Aber das in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und natürlich, wenn ihr mehr zu der Familie wissen wollt, dann müsst ihr beim nächsten Mal wieder einschalten. Also bis denn dann. Ciao, ciao.